Moin Leute, wie man sieht hier, was Neues zum Auspacken. Und das wird jetzt auch ein reines Unboxing von der Nintendo Switch. Dazu habe ich noch Mario Kart Deluxe 8 gekauft, damit ich was zum Zocken habe. Aber als erstes natürlich jetzt erstmal schön die Switch auspacken. Mal gucken, wie ich das hinkriege hier. Erstmal hier die komischen Dinger hier, Bänder abschneiden hier. So, erstmal befreit hier. So sieht das Ding aus. Da ist die Nintendo Switch in Grau. Mal kurz mal wegschmeißen hier. So. Ja, wo geht es denn überhaupt auf? Jetzt mal gucken. Erstmal kommt die Verpackung an. So sieht es aus, wenn man das Ding mobil unterwegs hat. Ne, da kann man hier schön zocki-zocki machen, unterwegs. Ja, und sonst ist hier eigentlich nichts Spannendes mehr zu sehen, sag ich mal. Nö. Ist auch nicht spannend zu sehen. Wo geht's auf? Da geht's auf. Wunderbar. So, ohne Kleber diesmal, weil ja die komischen Bimsel drum waren. So, hier ist eine kleine Startanleitung. Hier vorne steht alles. Könnt ihr noch in Ruhe durchlesen. Oder auch nicht. So ist es im Moment verpackt. Immer nicht genug. Ich glaube schon, oder? So, da haben wir hier schon mal die kleinen Controller, die an das Display kommen. Ziemlich klein, aber was lustig ist, man kann halt eben auch dadurch dann, kann man die dann auch als Einzelcontroller nutzen und man kann dann sozusagen so, jeder kriegt ein so ein Ding in der Hand und man kann dann zu zweit zocken. Schon alles ausprobiert beim Kumpel und ja, das ist auf jeden Fall sehr lustig gemacht, aber die Konsole kostet natürlich auch dementsprechend viel. Die Technik ist zwar nicht so wirklich neu, sag ich mal, aber die kann sich noch sehen lassen, also ist noch alles okay. Und ist innovativ, definitiv. Der Preis ist allerdings nicht innovativ. Sagen wir es mal so. Aber gut. Wer Nintendo liebt, der gibt auch das Geld dafür aus. So, hier haben wir das eigentliche Prachtstück, das Tablet sozusagen, die Nintendo Switch Tablet. Sag ich mal so. So sieht's aus. Ich habe leider noch keinen Displayschutzfolie geholt. Muss ich vielleicht nochmal machen. Das ist das Gerät an sich. Das ist das Hauptgerät. Sieht man nicht genug, weiß ich gar nicht. Muss ich mal kurz Licht anmachen. Aber ich lasse mich auch nicht viel. So, sieht man ein bisschen mehr. Weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, das Tablet ist schon klein, wie man sieht hier. Diese Ladekabel, hier kann man noch hinten was rausmachen, damit man es hinstellen kann. So, hier, das ist der Clipper hier. Mal rausziehen, dann kann man es halt so irgendwo hinstellen und dann sozusagen die beiden Controller, die sind dann verbunden dann, ich weiß gar nicht, ob es mit Bluetooth oder WLAN ist, keine Ahnung, wahrscheinlich mit Bluetooth, kann man dann sozusagen sehr bequem dann irgendwo das Ding hinstellen und dann einfach hier die Controller in die Hand nehmen und dann zocken. Also man soll die Controller dann eigentlich auch so in die Hand nehmen und dann damit zocken. Man hat aber hier noch ein Gerät dazu, dass man halt das Ding als direkten Controller verwenden kann. Das sehen wir aber noch. So, was haben wir hier noch? Gamecard kommt hier oben rein. Ich mache jetzt hier nichts kaputt. Okay, immer vorsichtig sein, ne? Also rausziehen das Ding, dann kann man es umklappen. Hier kommt die Gamecard rein, hier oben. Und das einigermaßen, ja, da kommt die Gamecard rein. Kopfhöreranschluss hier. Das ist hier die Kühlung anscheinend. Volume laut leise. Volume Lautstärke laut leise. Hier an und aus. Ja, hier kann man wie gesagt noch die Klippe anstecken. Das ist eigentlich ziemlich cool, finde ich. So. So. Man hört das Einrasten, ne? Da klicken. So, und so kann man jetzt theoretisch durch die Gegend ziehen und zocken, solange der Akku hält. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Akku hält. Wird sich alles noch zeigen, was für eine Haltbarwertzeit, wollte ich jetzt sagen. Wie lange der Akku hält, wie lange, wie viele Jahre und so, das weiß ich noch nicht. Heißt das Haltwertzeit? Irgendwie so? Keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. So, habe ich noch irgendwas drin? Nee. Gut, dann können wir das hier schon mal rausnehmen. Natürlich behandle ich das auch alles. Hier setzt die Verpackung immer gut, ne? Weil Wiederverkaufswert immer top, wenn ihr die Verpackung auch noch habt. So, hier ist noch eine kleine Anleitung. Dann haben wir noch Kabellage. Was haben wir denn hier? Gut, HDMI-Kabel haben wir hier. Das nutzt aber ein anderes. Ich habe HDMI 2.0 Kabel gekauft bei Amazon. Das Kabel nutze ich nicht, das ist auf jeden Fall mit bei.
Ob es gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber das werde ich nicht nutzen. Das ist definitiv wieder komplett in der Packung drin, weil ich nehme meine eigenen. So, jetzt haben wir das Netzteil hier zum Laden. Das brauche ich natürlich, weil der Stecker ist natürlich ein anderer, nicht wie bei Handy-Ladegeräten oder so, sondern ist ein eigenständiger anscheinend. Schauen wir gleich mal. So, wie gesagt, schon wieder verpacken. So, das ist der Netzstecker hier. Das ist anscheinend ein eigener Anschluss, so wie es aussieht. Kann man es einigermaßen sehen? Nö, kann man nicht. Läuft. So, so sieht das Netzteil aus. Netzanschluss ist wo? Wenn wir mal kurz gucken. Da, dort ist der Netzanschluss. Da muss das Ding erstmal in Ruhe dann aufladen. Ich muss ja nochmal Schutzfolie holen, mal gucken. So, was haben wir hier noch alles? Genau, das ist hier der Controller. So sieht's aus. Da kann man jetzt nämlich die Dinger hier wieder abbauen. Ich zeige es kurz. So, muss man eben gucken, wie das hier geht. Also hier anscheinend von dem Knopf drücken. Diesen Knopf, den hier. Da kann man die Dinger wieder abziehen. Natürlich immer alles vorsichtig machen, ne? Das ist sonst ärgerlich, wenn das echt kaputt geht. So, und hat das Gerät wieder so. Läuft. Also ich finde das, wie gesagt, sehr innovativ. Das ist ziemlich cool. Lustig gemacht auch, dass man halt so viel variieren kann. So. So, und jetzt habt ihr sozusagen euren tollen Controller hier sozusagen. Könnt ihr halt so zocken. Ihr könnt aber, wie gesagt, die Dinger wieder abbauen. Und dann könnt ihr halt die einzelne Hand nehmen, so könnt ihr auch zocken. Müsst ihr selber sehen, was euch am besten gefällt. Auf jeden Fall ist das so wie es jetzt hier ist, sehr innovativ. Finde ich ziemlich cool. So, da haben wir hier noch so eine. Ups, erstmal wegschmeißen. Wo ist jetzt hin? Da. So, hier haben wir noch für die einzelnen. Für den Controller an sich haben wir hier noch so andere Dinger hier. Ich zeige es gleich kurz. Die schließen sozusagen. Sauber machen wieder. So, wie gesagt, dann kann man das. So ist halt der Controller, ne? So. Dann auch wieder drücken hier oben und dann rausziehen. So. So. Packen wir erstmal zur Seite. So, jetzt haben wir hier nämlich diese Dinger hier, die sozusagen für die alleinstehende kleinen Controller da sind. Ne? Also, da müsst ihr halt gucken, plus minus. Ist das richtig? Nee, das ist plus. Das war der falsche. Hier seht ihr oben. Als Hinweis ein Minus. Und hier sind. Nee, ist das richtig falsch? Was sehe ich denn da? Egal, wir probieren es jetzt einfach. So. So, jetzt habt ihr sozusagen einen kleinen Controller. Wenn ihr den als einzelnen Controller macht, dann könnt ihr ihn so in der Hand halten und dann halt hier oben so einen Tasten. Hier könnt ihr zocken und drücken. Beim anderen genau das gleiche. So. Passt. Dann habt ihr jetzt sozusagen. Entweder habt ihr jetzt zwei Controller und gebt den jeweils zu einem Spieler. Dann kann er halt so spielen und hier oben die Tasten drücken und hier. Oder ihr nehmt die Dinger halt so in die Hand und zockt halt eben so. Weil die Bewegung wird auch gemerkt. Also wenn ihr euch so bewegt oder irgendwas so macht, dann weiß das Spiel das und dann passiert auch was beim Spielen. Oder ja, macht es halt eben als Einzelcontroller. Zudem ist hier Vibration drin. Das ist auch lustig. Vibration. Sehr lustig. Diese kleinen Dinger haben sogar Vibrationen. Also jetzt kommen wir zur Dogging Station. So, das ist die Dogging Station. Aha. Gleich mal genauer angucken. Ich muss erstmal kurz ein bisschen aufräumen hier. Sieht aus wie bei Hempels. So, die Sachen, die ich eh brauche, lasse ich auch gleich draußen. Die anderen Sachen kommen gleich mal im Weg. Das schon mal wieder irgendwo im Stauraum. So, also da haben wir mal das hier. Netzteil, Controller, Adapter. Dann jetzt die Dogging Station. Ich habe vergessen, die anderen noch reinzupacken. So, das ist hier die Dogging Station. Die steht bei eurem Fernseher dann. Da kommt dann hier das hier reingesteckt. Machen wir gleich. Dann habt ihr hier USB,
2. Haben wir noch, da können wir um die Klappe aufklappen. Da haben wir auch nochmal USB hier. Hier HDMI out. Da müsste, also, ist klar. Die Kabel führt man ein. Hier ist nur ein ACD-Adapter. Also hier halt könnt ihr hier die Kabel einführen und dann halt auch über die Docking Station laden. Ne? Also ihr führt die Kabel hier ein und macht die Klappe zu. Und dann stellt ihr das halt so hin, wie ihr es braucht. Und wenn ihr spielen wollt, macht ihr halt eben dann hier, ne, so, so steht das dann. So, und dann sagt er, ja, hier, zocken geil. So, und ich war das jetzt auch richtig rum. Ich glaube aber schon, ich muss mal gucken. Ja, ist richtig rum, also der connectet auf jeden Fall hier mit diesen beiden Pins und hier einmal mit dem Anschluss hier. Wie gesagt, einfach reinstecken. Dann habt ihr hier schön, wie gesagt, die ganzen Kabel könnt ihr dann hier einführen, Netzteil etc., ne, alles rein. Dann ist das angeschlossen, dann könnt ihr hier auch laden, damit ihr hier oben auch an das Spielefach kommt sozusagen. Habt ihr natürlich dann noch die Möglichkeit, da auch das Spiel reinzustecken. So, dann machen wir mal kurz Mario Kart auf, damit ich mal sehe, wie das Spiel aussieht. Ich habe bestimmt noch einige Sachen vergessen, aber es ist halt ein reines Unboxing. Ich muss mich selber erst mit dem Ding beschäftigen. Ich habe gestern beim Kumpel gespielt gehabt, habe mir das ein bisschen angeschaut und so. Finde ich sehr lustig alles. Und dann müssen wir mal schauen, was man da noch so mitmachen kann. Und ja. Aber insgesamt finde ich das Ding ganz lustig. Aber zu dem Preis muss ich halt überlegen, ob man das auch kaufen möchte. So. Hier so ein bisschen eine kleine Anleitung. Und das sind die kleinen Karten hier. So sehen die aus. Das ist das Spiel. Mehr ist das nicht. Und das kommt dann hier oben rein. So ist auch mit Drucktaste. Also drücken, kommt es raus. So hält es. Macht ihr zu. Jetzt könnt ihr Mario Kart zocken. Die Verpackung ist eigentlich viel zu groß für das kleine Spiel. Ja, ein bisschen was, keine Übersicht. Gehört halt zum Nintendo-Dasein dazu, dieses Spiel. Auf jeden Fall, oder Zelda oder Mario Odyssey, egal. Wenn da alles irgendwann gekauft, wenn es im Angebot ist. Ja, und so sieht das halt jetzt aus. So kann man halt dann Spaß haben. Für jung und alt kann man das alles hier, so wie es steht, benutzen. Es ist mobil, man kann die Controller gut verwenden. Und man hat ordentlich was zu tun und sehr viele Variationen, das anständig zum Spielen zu bringen, sage ich mal. Und ja, mehr wollte ich gar nicht zeigen. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Viele Fehler wahrscheinlich drin, aber soll ich machen. Ich kenne das Ding noch nicht so richtig. Kommt erst alles. Und dann hoffe ich, dass ihr immer noch mal wieder reinguckt hier auf dem Channel. Bis demnächst vielleicht. Reingehauen. Tschüss.